Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Medieval 1 auf der PS1. Jetzt ohne Cam. Ich habe das jetzt nur für die Anfangsparts genommen, weil sonst wird das, glaube ich, zu aufwendig. Obwohl es ja schon wert ist eigentlich. Das ist ja ganz okay. Aber nein, nicht wiederholen. Ja, auf jeden Fall, ich mach das jetzt ohne Cam. Zwischensequenz. Okay. Das Vogelscheuchenfeld. Mal schauen. Mal schauen auch, wie weit ich heute komme. Es ist. Ich muss mich mit der Steuerung noch mal ein bisschen. So. Die Vogelscheuchen sind schwer aufzuhalten. Seid vernünftig. Versucht, ihnen Fallen zu stellen und dabei zu entkommen. Aha. Yo, yo, yo. Ja, ich lass die, glaube ich, lieber in Ruhe. Aber den netten Herrn hier, den kann ich platt machen. Und den hier auch. Die Vogelscheuchen sind schon ein bisschen hartnäckig. Ich weiß gar nicht, ob ich die platt machen kann. Wie mache ich das jetzt? Hä? Ich nehme einen Part auf und im nächsten Part wechsle ich den Controller ein. Vorsicht vor dubiosen Maschinen. Ihr Metallherz wird mit dunkler Magie zum Schlagen gebracht. Haltet lieber Sicherheitsabstand. Diese Raben, ey. Also eine Mondrune brauche ich. Wo bekomme ich denn eine Mondrune her? Komm her, komm her. Komm her. So kann ich den Kelch eigentlich füllen? Oh. Kann ich einfach durchgehen? Okay, Moment. Keine Muni natürlich. Wie soll ich den dann kaputt kriegen? Oh, doch, ich habe ihn kaputt gekriegt. Yes! Nein! So. Jetzt ist er umgekippt. Und da hätten wir auch schon die Mondrune. Zack, 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 zack. Moment. Da ist Gold. Ist immer gut was. Gut. Hier ist nichts. Hier ist was. Heilung und ein Shop, perfekt. Hier kann ich Armbrustbolzen kaufen. Das ist auf jeden Fall gut. So. Muss unbedingt den Controller wechseln, ey. Das geht gar nicht. Mondrünchen. Zack. Keule gefunden. Und eine Erdrune.
Dieses ganze Haus hätte man sich auch sparen können. Man hätte mir direkt die Erdrune geben können. Aber nein, dieses Spiel muss... es muss in die Länge gezogen werden. Auf jeden Fall. Ist klar. Ist klar. Moment, ich guck mal eben. Ach, egal, scheiß drauf. Mein Handy kann warten. 10 Minuten noch, dann ist der Part zu Ende, dann ist es auch egal. Die 10 Minuten habe ich locker. Für Let's Play sowieso. Kommt. Silberschild gefunden. So. Die Chaosrune bekommt... Oh, dieser... Der schießt ja auch schon. Der schießt. Ups. So. Das ging ja. Oh, doch nicht. Jetzt ist er umgekippt. Oh. Ah doch, jetzt lässt er das direkt fallen. Und wir haben's bis hierhin geschafft. Oh oh. Keule! So. Kalkatora, der Schlangengott, würde zu gerne an eurer Seite kämpfen, doch Zarok hält ihn in einer Truhe gefangen. Befreit diesen mächtigen Geist und gewinnt einen starken Verbündeten. Okay. Dann befreien wir den mal, aber ich sehe keine Truhe hier. Ich sehe Kornfelder. In diesem Feld sind viele verrückte Maschinen, doch die bizarrste in dieser Scheune. Okay. Hey. Hui. Ach, da ist der Geist, ja. Okay. Ein Sprungrätsel oder was? Was steht da? An dieser Maschine, Maisschneidemaschine fehlt ein Stück. Sie ist kaputt. Seid ein Zahnrad aus diesem Wunderwerk moderner Landwirtschaft hier. Okay. Das Ding kann ich bestimmt schieben. Ja. Logisch. Okay, dann hätten wir die Maschine schon mal hier runtergehauen. So. Nein! Das ist doch ein Leben, oder? Shit! Wehe, es läuft ab, ey. Kupferschild, oh, was machen wir denn hier damit? Nix. Okay. Dann erstmal nicht. Ich glaube, da müssen wir auch noch irgendwas dran rumbasteln. Hier kann ich schon mal nicht durch. Hier kann ich aber durch. Und hier hätten wir auch schon Gold gefunden. Ja, Gold. Ein bisschen die Kamera drehen, damit ich mehr sehen kann. Und
Da ist hier so ein kleiner Durchgang. Oh mein Gott. So, 66%. Ich wüsste zu gerne, wo der Kelch dann ist. Fuck. Okay, da in den Löchern habe ich Gold gesehen. Aber dafür muss ich erstmal hier durch. So. Und so. Uiuiuiui. Uiuiui. Nein, ja, das war ja gar nicht so schwer. Außer man rennt in die falsche Richtung. Das kann ja auch passieren, dass man rechts rum rennt. Aber Moment, war da vielleicht auch rechts rum ein Durchgang? Das interessiert mich gerade. Nö. Aber Gold. Eigentlich kann man... Boah. Ich kann mich ja gleich heilen, das ist ja nicht das Problem. Aua! Aber sehr praktisch, dass ich jetzt schon... Ui. Dass ich jetzt schon drei Lebensfiolen-Dinger habe. Osh. Lebensflasche benutzt. Ja, die Maschinen sind auf jeden Fall sehr... ja. Nein, ich muss hier rumrennen. Ey, komm. Ich hab's relativ unbeschadet geschafft. Durch. Hier ist schon dieses... Glitterzeug, dann habe ich eigentlich auch perfekt das Level zeitlich hinbekommen. 13 Minuten, der Part passt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in dem nächsten Part. Ja, auch da wieder, also ab jetzt ohne Cam. Denn, ja, das wird sonst ein bisschen zu zeitaufwendig. Bis zum nächsten Mal.